Hallo zusammen, hier ist der Ginz. Das letzte Mal sind wir ja so ein bisschen in die Fotobearbeitung hineingeschlüpft. Das Mal gehen wir noch etwas tiefer. Wir machen eine Fotomontage. Die Ausgangslage ist das Foto hier. Und für das machen wir zuerst eine Schwarz-Weiß-Maske, damit wir einen anderen Himmel darüber legen können. Wie das geht, zeige ich euch im Blender. So sieht die fertige Szene aus. Erklüpft nicht, wenn ihr mit dem Node-System nicht auskennt. Es sieht komplizierter aus, als es ist. Wirklich. Wir haben hier unser Münster, das Bild vom Himmel, das zusammengemixt wird. Und der Faktor der Überblendung ist hier unsere Schwarz-Weiß-Maske, die wir werden machen. Das ist eigentlich der Hauptteil vom Ganzen. Aber jetzt nicht lange darum herumreden. Wir tun eine neue Szene auf im Blender. Jetzt haben wir hier unser Würfel. Wir brauchen gar nichts von dem. Gehen hier auf einen Node-Editor. Ziehen das ein bisschen auf, machen einen Platz, drücken hier auf den Compositor und Use Nodes. Wir löschen den Render Layer und Compositing Node und geben entweder mit Shift A oder hier mit dem Add Menü Output Viewer. Und jetzt stellen wir hier auf UV Image Editor und wählen den Viewer Node aus. Es gibt mehrere Wege, das Bild in Compositor zu bekommen. Der einfachste tue ich mehr vom Explorer aus einfach reinziehen. Die Alternative wäre Shift A, Input Image und nachher da öffnen und alle Prozesse. Aber wenn man sowieso Projektordner hat, dann würde ich empfehlen vom Explorer aus. Jetzt geben wir als erstes einen Converter Color Ramp. Wir lassen den Verlauf auf linear und ziehen das Schwarz mal ein bisschen gegen rechts oder ein bisschen wie viel. Wir können den Wert auch manuell eingeben. Ich gebe mal 0,7. Dann schauen wir, wie unsere Ränder aussehen, dass wir nicht allzu viel Detail verloren haben. Jetzt können wir mit dem Weiß auch noch ein bisschen reinfahren. So schwarz-weiß wie möglich einfach. Ich würde sagen, das reicht einfach mal. Drücken wir F3. Also wir benennen das. Wir nennen es Münster Maske. Jetzt können wir den Color Ramp löschen. Wir laden uns unser neu gemachte Bild in UV Image Editor rein. Und gehen hier von View auf Paint. Und drücken T für den Toolshelf aufzutun. Und mit Shift Leerschlag gehen wir in die Vollbildansicht. Und das könnt ihr jetzt auch im Zeichnungsprogramm von eurer Wahl machen. Wir stellen die Deckkraft auf 100%, den Pinsel auf ganz weiß und wir nehmen den Standardpinsel und pinseln mal im Himmel noch die schwarzen Stellen aus. Wenn ihr F drückt und die Maus bewegt, könnt ihr den Radius vom Pinsel noch verändern. Und ihr habt unten links im Ecke habt ihr den Wert, wie gross der Pinsel ist. Das Maskeln ist ein wichtiger Prozess. Und da hier die Rückspiegel und Antennen, die tun wir wegretuschieren.
die Reflexion im Fenster, die wollen wir vom Originalbild, nicht, dass da plötzlich noch Himmel durchscheint. So. Wo haben wir das? Gehen wir da wieder auf View. Da hier bei Image hat es jetzt ein Sternchen. Das bedeutet, dass all die Veränderungen, die wir jetzt gemacht haben, auf diesem Bild sind nur temporär. Darum gehen wir hier, wo das Sternchen ist, bei Image auf Save Image oder drücken Alt S. Und jetzt hat es die Veränderungen übernommen. Jetzt laden wir die Maske auch noch die Composite rein. Shift A, Input, Image. Und jetzt können wir das nochmal hier auswählen. Maske 8. Shift A, Color Alpha Over. Tue da rein. Und jetzt nehmen wir unsere Maske hier als Faktor. Wir haben hier drei Eingänge, der Faktor, das Bild 1 und Bild 2. Wir haben jetzt, wie gesagt, den ausgegangenen Faktor. Anstellen hier noch auf Viewer Node. Dann noch auffrischen. Ja. Jetzt sieht doch das eigentlich aus wie unser Originalfoto. Schnell blau. Ja, das ist gut, je nachdem muss man jetzt auch noch ein bisschen auskorrigieren und so. Und jetzt als nächstes wollen wir einen Himmel. Und wir können ausprobieren, was wir für einen wollen. Wir können den hier mal probieren. Da. So. Ja, interessant. Ja, vielleicht treffen wir uns mal bei diesem Baum auf dem Münsterplatz. 10 Meter vom Eingang weg. Wie wird jetzt halt der andere Himmel? Nehmen wir den da. So. Ja, das passt doch schon. Dann kommen wir jetzt zur Farbverteilung. Aber ein bisschen ist nur noch Geschmackssache. Das Technische ist abgeschlossen. Das ist ja schon fast gut. Ich will einfach ein bisschen mehr Kontrast. Es ist mir zu bleich. Ich will ein bisschen mehr Eindruck. Geben wir einen Color. RGB-Kurve. Und gehen mal generell ein bisschen in die Richtung Kontrast. Gehen wir auf das Blau und geben in den Mitteltönen einfach noch so ein. Ja, du hast zu viel. Ah, wir können hier auch rausnehmen. Das ist auch noch eine Variante. Du bist mit dem Grün auch weg. Nein, der kommt einfach rot. Wenn ihr nicht zufrieden seid, löscht einfach diese Punkte raus. Naja, ist jetzt das so blau? Es ist schon fast ein bisschen violett. Ein bisschen die Höhe. Ja, da kann man sich verlieren. Ja, das reicht für mich so. Vielleicht noch da Tint. Bin zufrieden. Jetzt geben wir den auch noch ordentlich schnell auf das Münster selber. Auch noch ein bisschen Kontrast. Ja, jetzt können wir speichern mit F3 das Bild und nennen das wie wir wollen. Ja, und dann wäre es das schon gewesen, ausser ihr wolltet das Bild noch ein bisschen zuschneiden. Ich will es quadratisch. Ich will das, schlussendlich ein WhatsApp-Profilbild. Oder wir tun es doppelt so gross. Excuse. Jetzt müssen wir zuerst noch Distort Scale. Gehen hier auf Render Size und Fit.
können gerade schauen, wie es gekroppelt aussieht. Also, so etwas werden wir anstreben, aber man weiss. Wir sind jetzt mal fit, dass wir mehr Kontrolle haben, über wie dass wir es einpassen. Jetzt geben wir nochmal eine Scale-Node. Lassen es auf relativ das mal und schauen mal, was wir in X-Achse, in Y-Achse brauchen, bis es gefüllt ist. Also tun wir sie in beiden Achsen auf 1,4. Also 1,4, Blender kann Kommas nicht. Und dann geben wir nochmal einen Distort und Translate. Und jetzt schieben wir den noch so ein bisschen über. So geht es. Sie können es auch noch in der Y-Achse verschieben. Wir können es noch ein bisschen Ache oder Uche nehmen. Ache ist ein Minuswert. Aber das ist zu viel. Ist auch, wenn ihr jetzt. Also ja, oder wir lassen es gerade mal. Und setzen einfach hier die Skalierung noch ein bisschen rauf. Setzen nochmal 100 Pixel dran. Ja, so. So bin ich zufrieden. Jetzt können wir das auch noch speichern als vielleicht Comp. Oder ja, Mönchchen 7, ja, genau. So, genau. So. Ja, das war es. Ich hoffe, es hat noch etwas genützt. Jetzt speichert noch euer Blend-File. Und der. Merci vielmals für das Schauen, habt Spass und denkt daran, es gibt jeden Tag etwas zu blendern.